Eine Stadt im Iran. Ein Mädchen auf dem Weg zum Galgen. Atifa Sahali war 16 Jahre alt, als sie öffentlich hingerichtet wurde. Verurteilt wegen unkeuschen Verhaltens. Sie hat gebetet. Man hat ihr die Augen verbunden und sie zum Galgen gebracht. Und dann haben sie mein Kind umgebracht. Atifa didn't know. Bis zum letzten Moment hatte Atifa überhaupt nicht begriffen, dass man sie tatsächlich hängen würde. Neka im Nordiran. Auf diesem Platz wurde Atifa hingerichtet, als abschreckendes Beispiel für die Jugend. Die staatliche Presse schrieb, sie habe Ehebruch begangen, aber sie war gar nicht verheiratet. Es hieß, sie sei 22 Jahre alt, aber sie war erst 16. Sexueller Kontakt zu mehreren Männern wurde ihr vorgeworfen, aber sie wurde vergewaltigt. Um die Wahrheit über Atifas Fall herauszufinden, reisten wir als Touristen getarnt in den Iran und recherchierten und filmten heimlich. Die Polizei drohte den Bekannten Atifas. Niemand sollte mit den Medien reden. Dennoch gab es viele, die uns bei der Wahrheitssuche halfen, wenn auch nicht alle vor die Kamera gingen. Atifas Geschichte haben wir mit Schauspielern in Szene gesetzt. Wer sie näher kannte, beschrieb sie als hübschen Teenager mit Hoffnungen und Träumen. Die Nachbarkinder nannten sie Mathuri, nach einer schönen indischen Schauspielerin. Sie war meine Liebe, mein Herz. Ich tat alles für sie. Noch heute schulde ich Leuten in der Rachachan-Straße in Neka Geld für die Jeans, die sie unbedingt haben wollte. Papi, ich will dies. Papi, ich will das. Ich besorgte ihr alles, was sie wollte. Atifa musste sterben, weil sie die öffentliche Ordnung bedrohte. Eine Ordnung, die nur das islamische Recht, die Scharia, kennt. Der Iran steht weit oben auf der Liste der Länder, die Todesurteile vollstrecken. Direkt hinter China. Allein im Todesjahr von Atifa, 2004, wurden mehr als 150 Menschen nach dem islamischen Recht hingerichtet. Nicht nur Mord und Drogenschmuggel gelten als Kapitalverbrechen. Auch außerehelicher Sex kann der Grund für ein Todesurteil sein. Reformer haben schon oft versucht, diese Gesetze zu ändern, aber sie sind weitestgehend gescheitert. Immerhin versprach die iranische Regierung 1995, niemanden unter 18 Jahren mehr hinzurichten. Aber die Mullahs stehen außerhalb der Ordnung von Parlament und Regierung. Sie sind die oberste Rechtsinstanz und nur ihrem geistlichen Führer, dem Ayatollah Ali Khamenei, verpflichtet. Atifas Fall wird bis heute von den Behörden totgeschwiegen. Aber auch in einem so restriktiven Land wie dem Iran nutzen die Menschen Wege wie das Internet oder illegale Radiosender, um ihren Unmut über das Urteil zu äußern. Auch viele Menschen aus Atifas Heimatort meldeten sich zu Wort. Das hat sie nicht verdient. Sie war lebhaft und intelligent. Der Richter wollte ihr Leben beenden. Je schneller, desto besser. Wenn ihr wahres Alter herausgekommen wäre, hätte man das Urteil revidieren müssen. Der Fall kam auch der iranischen Journalistin Asiyeh Amini zu Ohren. Ihr war sofort klar, dass Atifas Alter von immenser Bedeutung war. Die Frage ist, ob sie bei der Hinrichtung noch nicht 18 war. Auch der Iran hat nämlich die internationale Menschenrechtskonvention unterzeichnet, der zufolge niemand unter 18 hingerichtet werden darf. Die
Asieh begab sich auf Spurensuche in Atifas Heimatstadt Neka, 5 Autostunden von Teheran entfernt, in der Nähe des Kaspischen Meers. Wie so oft ist die Macht der religiösen Führer abseits der Metropolen besonders groß. Neka ist eine unauffällige Stadt. Kaum ein Tourist verirrt sich hierher. Neugierige Fremde fallen auf, besonders nach dem Urteil gegen Atifa. Es war schwer für Asieh, an Informationen zu kommen, und wir hatten große Schwierigkeiten, auch nur heimlich die Kamera laufen zu lassen. Als ich ankam, fragte ich die Leute, was denn nun wirklich passiert war. Die meisten antworteten nur im Flüsterton. Man spricht hier nicht gerne über Hinrichtungen. Als ich dann die Familie traf, zeigten sie mir eine Kopie von Atifas Geburtsurkunde und eine Kopie ihrer Sterbeurkunde. Auf beiden stand, dass sie 1988 geboren wurde. Es ist einfach unfassbar, dass dieses 16-jährige Mädchen hingerichtet wurde. Atifas Vater ist überzeugt davon, dass an seiner Tochter Unrecht begangen wurde. Die Behörden gaben ihm damals noch nicht einmal die Chance, sich von seiner Tochter zu verabschieden. Ich arbeitete in einer Ziegelei. Eines Morgens, ganz früh, kam eine ältere Schwester zu mir. Sie schrie: Komm schnell, sie haben Atifa hingerichtet. Sie haben deine Tochter hingerichtet. Asieh wollte mehr herausfinden über Atifas Kindheit, ihre Familie. Atifas familiäre Situation war alles andere als einfach. Sie war erst 4 oder 5, als ihre Mutter bei einem entsetzlichen Autounfall starb. Atifas Vater geriet danach auf die schiefe Bahn. Er wurde drogenabhängig. Bis zum Tod der Mutter hatte er gearbeitet und sich um die Familie gekümmert. Aber danach machte das alles keinen Sinn mehr für ihn. Er wurde süchtig und ganz allmählich brach alles zusammen. Vorher hatten wir keine Probleme. Aber dann musste Atifa ohne Mutter und ohne Vater auskommen. Wenn man Wasser in ein Glas gießt, nimmt es die Form des Glases an. Aber wenn man Wasser auf die Erde gießt, dann zerfließt es einfach. Es hat keinen Halt. So sehe ich Atifa ohne Halt. Man erzählt, sie sei wild gewesen, aufgewachsen, ohne jede Disziplin, nicht in der Lage, sich anzupassen. Alle kannten sie. Man nannte sie die Zigeunerin von Neka. Sie vertrieb sich die Zeit gerne auf der Straße, um ihrem freudlosen Zuhause zu entfliehen. Ihr Vater war so gut wie nie für sie da. Atifa litt unter der Situation. Erste psychische Probleme traten auf. Sie galt als äußerst labil. Keiner kümmerte sich um sie. Sie war alleingelassen mit der Verantwortung für die gebrechlichen Großeltern, bei denen sie lebte. Sie hat alles gemacht zu Hause. Sie hat geputzt, gekocht. Sie hat die Großeltern sogar gebadet. Als Atifa 13 war, beschrieb eine Sozialarbeiterin es so: Die Großeltern schenken dem Mädchen keine Aufmerksamkeit. Wie kann man ein so altes Paar einen Teenager großziehen lassen? Ich glaube, in ihrem Leben gab es einfach keine Liebe. Die Sozialarbeiterin fasste es so zusammen: Atifa scheint verzweifelt nach Liebe und Zuwendung zu suchen. Sie war so leicht zu verführen. Ein wenig Freundlichkeit und Aufmerksamkeit reichte, und jeder konnte sie ausbeuten.
In einer Kleinstadt wie Neka ist ein Mädchen, das sich alleine auf den Straßen herumtreibt, schnell verdächtig. Es dauerte nicht lang und Atefa fiel der Sittenpolizei auf. Diese spezielle Polizeieinheit soll meist in Zivil dafür sorgen, dass der strenge islamische Verhaltenskodex im täglichen Leben auch eingehalten wird. Sie haben die absolute Macht, kontrollieren jeden Winkel deines Privatlebens. Die Sittenpolizei nahm Atefa mehrmals fest. Bei einer Razzia in einem Café, auf einer Party und in einem Auto allein mit einem Jungen. Alles Dinge, die für uns normal sind, für iranische Jugendliche aber streng verboten. Als Teenager geht man gern aus, trinken, rauchen, feiern, tanzen. Das machen alle jungen Leute gerne. Aber unsere Regierung nennt das ein Verbrechen. Die Regeln der Scharia erlauben es nicht, dass Mädchen und Jungen gemeinsam ausgehen, ein Restaurant besuchen oder sich auf der Straße unterhalten. Ein Junge und ein Mädchen alleine in einem Auto, das darf nicht sein. Mit 13 wurde Atefa zum ersten Mal wegen Verbrechen gegen die Keuschheit verurteilt. Sie musste für kurze Zeit ins Gefängnis. Verbrechen gegen die Keuschheit kann alles Mögliche bedeuten. Da die Behörden Atefas Akte unter Verschluss halten, wissen wir nicht genau, was man ihr vorwarf. Auf jeden Fall waren ihre Strafe 100 Peitschenhiebe. Ich habe selbst gesehen, wie Menschen ausgepeitscht wurden. Manchmal müssen sie auf langen Bänken liegen und ihnen werden die Hände und die Füße gefesselt. Bei den Füßen fangen sie an zu peitschen und gehen dann hoch bis zum Nacken. Auch die Exil-Iranerin Emi gerät in ihrer Heimat in die Hände der Sittenpolizei. Let me wear my jacket. Ich wollte meine Jacke anbehalten, aber sie sagt, man muss ohne Kleidung ausgepeitscht werden. Ich hatte nur eine ganz dünne Bluse an. Von hier oben bis unten an den Beinen haben sie mich ausgepeitscht. Und sie haben schrecklich hart zugeschlagen. Ich kann es nicht vergessen, es ist immer in meinem Kopf. Atefa erzählte Vertrauten, dass sie nicht nur ausgepeitscht wurde, sondern die Wärter sie auch missbraucht hätten. Das Gefängnis war in Atefas Worten die Hölle auf Erden. Auch andere Frauen, die wegen ähnlicher Anschuldigungen im Gefängnis saßen, berichteten uns über Missbrauch. Unter anderem auch Emi. Es geschieht im Gefängnis, aber nicht nur dort. When I came out of the prison. Mir ist noch etwas anderes passiert. Ich wurde aus dem Gefängnis entlassen und wartete an der Straße auf ein Taxi. Emis Geschichte passierte 2003. Es gibt viele Parallelen zu Atefas Leidensweg. Auch sie wurde verhaftet, ebenfalls in einem kleinen Provinzstädtchen. Und auch sie musste eine Gefängnisstrafe und Auspeitschung erdulden. Ein Auto mit zwei Revolutionswächtern, Angehörige einer Eliteeinheit, hielt vor Emi an. Sie sagten, wohin gehst du? Wir können dich mitnehmen. Sie bestanden darauf. Also sagte ich, okay, kein Problem. Plötzlich war da ein Tuch mit Chloroform getränkt. Als ich wieder zu mir kam, war alles um mich herum ganz dunkel. Ich konnte nichts erkennen. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Emi war von den beiden Revolutionswächtern betäubt und dann vergewaltigt worden. Mädchen, die im Iran wegen Verbrechen gegen die Keuschheit verurteilt wurden, sind eine besonders leichte Beute für Vergewaltiger. Denn ihnen glaubt sowieso niemand. Als Atefa 13 war, kurz nach ihrer ersten Entlassung aus dem Gefängnis,
begegnete sie einem Mann, der zu ihrem Verhängnis werden sollte. Er war 51 Jahre alt, verheiratet, hatte selbst Kinder. Ali Darabi, ein ehemaliger Revolutionswächter, inzwischen Taxifahrer. Eine Beziehung begann, die in Vergewaltigung endete. Er war sogar älter als Atifas Vater. Und missbrauchte sie sexuell aufs Gröbste, 2-3 Jahre lang. Im Westen ist das Vergewaltigung einer Minderjährigen, denn Atifa war noch nicht 16. Aber im Iran sind Mädchen nach den Gesetzen der Scharia bereits mit 9 Jahren sexuell mündig. Wie viele missbrauchte Mädchen hielt Atifa all das vor der Familie und den Behörden geheim. Aber die Anzeichen waren deutlich sichtbar. Ein Psychologe diagnostizierte Depressionen und Selbstmordgefährdung bei Atifa. Aber keiner kümmerte sich darum. In den Augen der Sittenpolizei war sie einfach aufsässig und provokant. Die Ursache, der Missbrauch, blieb im Dunkeln. Es folgten 2 weitere Verurteilungen wegen unkeuschen Verhaltens. Verhaftet, vergewaltigt. Ein Teufelskreis, dem Atifa nicht mehr entrinnen sollte. Aber scheinbar gab es zumindest einen Menschen, der mehr in ihr sah als nur ein Mädchen mit schlechtem Ruf. Zunächst hat mir keiner was erzählt, aber als ich nochmal nach Neka zurückkam, erzählte ein Verwandter, es habe da einen Jungen gegeben, der in Atifa verliebt gewesen sei. Atifa sagte immer, wie nett er zu ihr sei. Er schnitt ihr Haar, kaufte ihr schöne Kleider. Er ging mit ihr aus, zu einer Hochzeit, ins Restaurant. Er kaufte ihr ein Handy. Atifas Freund hielt zu ihr und besuchte sie sogar ein paar Mal im Gefängnis. Kurz nach ihrer dritten Entlassung lud er sie zu einer Hochzeitsfeier ein. Sie sollte abends stattfinden. Bevor sie aufbrechen konnte, musste Atifa noch für die Großeltern kochen. Sie hatte den Großvater losgeschickt, Tomaten zu kaufen und kochte gerade Hühnchen mit Reis. Da kamen 2 Polizisten und verhafteten sie. Die Nachbarn sagten dem Großvater, dass die Sittenpolizei Atifa weggebracht hätte. Alles stand noch auf dem Herd, als er vom Einkaufen zurückkam. Die Nachbarn mussten alles abdrehen. Er konnte es nicht. Die Umstände der Verhaftung waren ungewöhnlich. Als Begründung legten die Polizisten eine angebliche Petition der Nachbarschaft vor. Atifa Sahali ist ein Quell der Unsittlichkeit. Sie hat sexuelle Beziehungen zu mehreren Männern. Sie verletzt unsere Würde und unseren Anstand. Und sie übt einen äußerst schlechten Einfluss auf die Mädchen der Nachbarschaft aus. Aber die Petition trug keine Unterschriften von Nachbarn. Lediglich die beiden Beamten von der Sittenpolizei hatten unterschrieben. Sehr merkwürdig, das Ganze. Für mich ist das ganz klar eine konstruierte Geschichte. Drei Tage nach ihrer Verhaftung wurde Atifa in der Nachbarstadt Beshar vor ein Revolutionsgericht gestellt. Und wieder lautete die Anklage: Verbrechen gegen die Keuschheit. Verbotene sexuelle Beziehungen außerhalb einer Ehe. Bei Atifas Schicksal sollte der ranghöchste Richter von Neka, Haji Rezai, entscheiden. Kein gutes Omen. Der Richter ist die oberste Instanz. Er ist Jury und Ankläger zugleich. Er stellt die Fragen, prüft die Beweise. Soweit ich weiß, hat er diesen Prozess persönlich geleitet, alles selbst gemacht und auch Atifa persönlich befragt.
Eine Mitschrift des Gerichtsprozesses existiert nicht. Offenbar wurde Atefa ein Pflichtanwalt zugewiesen, aber kein Journalist hat ihn je ausfindig gemacht. Man sagte uns, er habe wegen Herzbeschwerden mitten im Prozess sein Mandat niedergelegt. Nach Atefas Tod verschaffte sich Shadi Sadr, eine Anwältin für Menschenrechte aus Teheran, Zugang zu den wenigen vorhandenen Dokumenten. Was wir tun können, ist beweisen, dass während des Prozesses Fehler gemacht wurden. Dadurch wird Atefa zwar nicht wieder lebendig, aber mir ist wichtig, dass so etwas keinem anderen Mädchen mehr passiert. Richter Haji Rezai warf Atefa vor, Sex mit verschiedenen Männern gehabt zu haben. Seine Verhörmethoden müssen ausgesprochen brutal gewesen sein, denn zum ersten Mal gestand Atefa, von Ali Darabi missbraucht worden zu sein. Ihr Geheimnis, das sie nie jemandem anvertraut hatte. Es kam heraus, als sie ausgepeitscht wurde. Sie schrie seinen Namen unter der Folter heraus. Ein klarer Fall von Missbrauch wird zu strafbarem Sex außerhalb der Ehe gemacht. Der Täter wird nicht wegen Vergewaltigung angeklagt. Das Opfer hingegen, ein junges, psychisch labiles Mädchen, wird gefoltert und verurteilt. Man kann ihr doch nicht unkeusches Verhalten vorwerfen. Auch wenn sie ihn nicht angezeigt hat, egal wie man es dreht und wendet, es war doch wohl eindeutig eine Vergewaltigung. Es ist generell sehr schwierig, vor einem iranischen Gericht eine Vergewaltigung zu beweisen. Man muss das Geständnis des Angeklagten haben. Oder mehrere Augenzeugen müssen die Vergewaltigung bestätigen. Vor Gericht haben die Aussagen von Männern sehr viel mehr Gewicht. Sie können behaupten, dass sie ermutigt wurden oder dass das Mädchen aufreizend oder unvollständig bekleidet war. Auch wenn der Mann 51 Jahre alt war, fast viermal so alt wie Atefa, man glaubte ihr nicht. Als Atefa begriff, wie der Prozess sich entwickelte, protestierte sie heftig. Sie schrie den Richter an und riss sich den Schleier herunter. Sie warf auch mit den Schuhen nach dem Richter. Vor lauter Angst machte sie dumme Sachen. Aber wer kann ihr das vorwerfen? Der Richter wies später ausdrücklich auf Atefas ungebührliches Verhalten und ihre spitze Zunge hin. Dass sie sich den Schleier herunterriss, sich entblößte vor den Augen des Richters, brachte diesen erst recht in Rage. Entsprechend verheerend war das Urteil. Atefa Sahale wird wegen Verbrechen gegen die Keuschheit verurteilt. Da es sich um ihre vierte Verurteilung handelt, wird die Todesstrafe verhängt. Atefa war nicht verheiratet. Auch nach der Scharia hätte die Strafe 80 Peitschenhiebe sein müssen. Das Gericht sollte den Fehler eingestehen. Ein entsetzlicher Fehler, der zur Hinrichtung eines Mädchens führte. Und das ist kein Einzelfall. Alleine in jüngster Zeit haben wir 14 Todesurteile gegen Frauen aufgrund von Vergehen gegen die Keuschheit dokumentiert gefunden. 2005 wurden auch zwei junge Männer aufgrund ihrer Homosexualität hingerichtet. Der Scharia zufolge müssten solche Verbrecher öffentlich gesteinigt werden. Seit den 90er Jahren wird jedoch eine angeblich modernere Methode bevorzugt, das Erhängen.
mithilfe eines Krans. Diese schockierenden Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2004. Ein wegen Entführung verurteilter Mann wird öffentlich gehängt. Die Todesurteile gegen Frauen wegen verbotener sexueller Beziehungen haben eines gemeinsam. Obwohl die Gesetze der Scharia für Männer und Frauen die gleiche Strafe vorschreiben, sieht die Wirklichkeit anders aus. In keinem der vorliegenden Fälle erhielten die Männer die gleiche Strafe, selbst dann, wenn starke Indizien für eine Vergewaltigung der Frau sprachen. Es ist immer das Gleiche. Was ist mit den Männern? Die Gerichte behandeln die Frauen viel strenger als die Männer. Das alles geschieht vor unseren Augen, aber leider tun wir so, als ob wir es nicht sehen. Auch in Atifas Fall gab es diese Ungleichbehandlung. Während gegen sie die Todesstrafe verhängt wurde, erhielt Ali Darabi nur 100 Peitschenhiebe. Das Todesurteil gegen Atifa entsetzte viele Menschen in Nika. Diesmal reichten die Nachbarn tatsächlich eine Petition ein. 43 Unterschriften sammelten sie, um für Atifa um Gnade zu bitten. Wir Bewohner von Nika bezeugen, dass Atifa Sahale bei ihrer Verhaftung allein zu Hause war. Wir merken an, dass sie unter ernsthaften psychischen Störungen leidet und bitten um eine Aussetzung des Todesurteils. Aus der Gefängniszelle heraus schrieb Atifa eine Verteidigung in eigener Sache. Ich, Atifa Sahale, möchte Beschwerde einlegen gegen das verhängte Todesurteil. Es gibt medizinische Berichte, die bestätigen, dass ich unter psychischen Störungen leide, die zur Folge haben, dass ich immer wieder mentale Ausfallerscheinungen habe. Ich bitte euer Ehren, sich meiner Freilassung anzunehmen. Es gab noch einen weiteren Grund für Atifa, auf Milde zu hoffen. Ihr Alter. Sie wurde 1988 geboren. Sie war 16, als sie aufgehängt haben. Gerade mal 16. Im Jahr 2004 hatte der oberste Gerichtshof des Irans wiederholt bestätigt, dass Verurteilte unter 18 Jahren nicht hingerichtet werden dürfen. Trotzdem wurde Atifa gehängt. In den Schriftstücken aus Neka, die dem Gerichtshof vorgelegt wurden, war Atifas Alter mit 22 angegeben. Weder der Richter noch ihr Pflichtverteidiger versuchten, ihr wahres Alter herauszufinden. Der Richter sah ihren Körper. Sie war weit entwickelt für ihr Alter und erklärte sie für 22. Atifas Familie wusste nichts von diesem tödlichen Fehler in den Akten. Und die oberste gerichtliche Instanz in Teheran entschied ungewöhnlich schnell. Normalerweise vergeht leicht mehr als ein halbes Jahr vom ersten Urteil bis zu einer Hinrichtung. Dieser Fall wurde in nur einem Monat durch die Instanzen gejagt. Der Richter Haji Rezai tat alles, um das Urteil gegen Atifa so schnell wie möglich vollstrecken zu können. Der Richter brachte Atifas Akte persönlich nach Teheran. Dort schaffte er an einem Tag, was normalerweise 20 Tage dauert. Das geht eigentlich gar nicht. An dieser Sache stimmt einiges nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Das oberste Gericht verkündete: Atifa Sahale, 22, Tochter des Safir Ali, hat ihr Verbrechen gestanden. Da es sich um ihre vierte Verurteilung handelt, verhängen wir die Todesstrafe. Dies geschieht im Einklang mit den islamischen Gesetzen des Iran.
Die Hinrichtung wird auf einem öffentlichen Platz in Neka stattfinden, damit die Bevölkerung aus diesem Fall ihre Lehren zieht. Atifas Familie wusste nicht, dass ihr die Zeit davonlief, dass das Urteil bereits aus Teheran bestätigt worden war. An diesem Mittwoch bat ich um einen Termin bei dem Richter. Angeblich wollte er am nächsten Tag in Urlaub fahren. Deshalb wusste er nicht, ob es klappen würde. Aber er ging gar nicht in Urlaub. Es war der Morgen, an dem er Atifa hängte. Unter der Aufsicht eines Justizbeamten musste Atifa ein Testament aufsetzen. Ich, Atifa Sahale, möchte meine Familie vor der Hinrichtung sehen. Ich habe einen Kühlschrank, ein Heizgerät, einen Fernseher und einen CD-Player. Wenn möglich, soll ein Waisenmädchen, das bald heiratet, diese Dinge bekommen. Am Abend kam mein Neffe zu mir und erzählte von einem Kran, der auf dem Platz stand. Mir wurde übel. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, noch bevor es passierte. Es fällt mir schwer, über diesen Tag zu sprechen. Leider ist es ein typischer Tag für eine Gesellschaft, in der Hinrichtungen akzeptiert sind. In diesen Gesellschaften ist es normal, dass die Menschen sich eine öffentliche Exekution anschauen. Wenn es solche Menschen nicht gäbe, gäbe es bestimmt auch bald keine Hinrichtungen mehr. Da bin ich sicher. Auch zu Atifas Hinrichtung sind viele Menschen gekommen. Es war kurz vor sechs. Die Sonne ging auf. Alle kamen. Junge, Alte. Mit Fahrrädern, mit Autos. Von Atifas Familie war keiner dabei. Sie hat nichts davon erfahren. Atifa sah aus wie diese schöne indische Schauspielerin. Alle pfiffen und klatschen und riefen Maturi. Ein junger Mann aus der Nachbarschaft sagte, da kommt Maturi. Sie musste einen schwarzen Schleier tragen. Sie betete wunderschön aus dem Gebet des Muezzins vor und rief laut, Gott, vergib mir, bitte vergib mir. Kurz bevor das Seil nach oben gezogen wurde, flüsterte Atifa der Sittenpolizistin neben ihr etwas ins Ohr. Ich ging später zu der Frau. Sie erzählte mir, sie habe Atifa um Verzeihung für das harte Urteil gebeten. Aber Atifa habe nur geantwortet, mach dir keine Sorgen. Haji Rezai hat mir gesagt, dass sie das hier nur machen, um die Männer, die mich ausgenutzt oder vergewaltigt haben, einzuschüchtern. Es wird nichts passieren. Mach dir keine Sorgen.
Don't worry about this. Bis zum letzten Moment hatte Atefa überhaupt nicht begriffen, dass man sie tatsächlich hängen würde. Haji Rezai selbst hat ihr die Schlinge um den Hals gelegt. Als sie hochzogen, rief Atefa noch: Verzeiht mir, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Oder wenn ich euch verärgert habe. Ich kann noch nicht einmal sehen, wer hier ist. Ali Darabi wurde zu 100 Peitschenhieben verurteilt, die er nie bekam, weil er sich freikaufen konnte. Er war auch bei der Hinrichtung. Ich ging zu ihm und schrie ihn an: Du bist der Grund, dass dieses liebe Mädchen gehängt wurde. Ich wollte, dass er aus seinem Auto aussteigt, aber er reagierte gar nicht auf mich. Erst als die Familie nach der Hinrichtung die Gerichtsunterlagen bekam, bemerkte sie, dass es gravierende Widersprüche in den Amtspapieren gab. Im Urteil des obersten Gerichts wurde Atifas Alter mit 22 angegeben. Auf dem Totenschein hieß es jedoch, sie sei 16 Jahre alt. Zu spät begriffen ihre Angehörigen, wie wichtig die Altersfrage für das Urteil gewesen war. Sie zeigten allen die Geburtsurkunde. Und auch dem Richter Haji Rezai hielten sie sie vor. Als er die Geburtsurkunde sah, fing er an zu schwitzen. Große Schweißtropfen liefen ihm übers Gesicht. Er hustete und rieb sich das Gesicht trocken. Nur ein Tag, nachdem die Geburtsurkunde den Behörden vorlag, war Atifas Grab aufgebrochen. Ich weiß heute noch nicht, ob ihr Leichnam im Grab ist oder nicht. Ein Geburtsdatum wird gefälscht, ein Urteil durch die Instanzen gejagt. Schließlich wird auch noch Atifas Totenruhe gestört. Die Frage bleibt, warum der Richter sich in diesem Fall so wenig an die normale Routine und die auch im Iran gültigen Bestimmungen gehalten hat. Als er gefragt wurde, warum er es so eilig hatte, Atifa hinzurichten, meinte er, es habe einfach zu viel unmoralisches Verhalten, besonders unter den jungen Leuten in Neka, gegeben. Die regierungskritische Presse stellte einen Zusammenhang her zwischen Atifas Fall und den Verhaftungen einiger Sittenpolizisten in Neka 8 Wochen später. 2 Beamte wurden verhaftet, weil sie einen Ring für Kinderprostitution organisiert hatten. Einige Zeitungen meldeten, die Verhafteten seien identisch mit den Polizisten, die die Petition gegen Atifa aufgesetzt hatten. Atifa hat oft gesagt, der Mond bleibt nicht immer hinter den Wolken versteckt. Und sie hatte recht. Der Prozess und das Urteil waren weder rechtlich noch moralisch korrekt. Atifa hätte nicht hingerichtet werden dürfen. Wir wollten Richter Haji Rezai telefonisch zu dem Fall befragen. Haji Safar Rezai.
Er weigerte sich zu antworten, legte einfach auf. Der Mann ist ein Phantom. Unseren Recherchen nach gibt es kein Foto von ihm. Aus seiner Biografie geht jedoch hervor, dass er zur vordersten Front der Islamischen Revolution gehörte. 1982 soll er zur Staatsanwaltschaft gekommen sein, während einer der blutigsten Phasen der Revolution. Damals wurden Tausende in Schauprozessen abgeurteilt und als ungläubige Feinde des Regimes hingerichtet. Alle, die in diesen Zeiten mitgemacht haben, sind unantastbar. Sie genießen Immunität. Sie waren dem Regime zu Diensten und sie töteten. Wenn nun so ein Richter heute der Justiz in Neka vorsteht und er will ein Mädchen loswerden, dann darf er das. Atefas Akte wurde auf höchster Ebene geschlossen. Von einem Mann, der kurz danach Chef des iranischen Geheimdienstes wurde. Mohseni Ejei. Und unter dem Hardliner, Präsident Ahmadinejad, der die Rückkehr zu den Wurzeln der Revolution predigt, ist Richter Haji Rezai immer noch im Amt. Wir erfuhren, dass er mittlerweile sogar befördert wurde. Er gehört nun auch dem Revisionsgericht in der Provinzhauptstadt Sari an. Bis heute räumen die Justizbehörden keine Fehler im Fall Atefa Sahale ein.